Hallo, ich bin Maren vom YouTube-Channel MaryM und ich grüße mal alle Leser und User vom Mädchen-Online-Channel. So, hi Mary, wir sind heute auf der Glow in Bochum. Was hast du denn schon so von der Messe gesehen? Um ehrlich zu sein, noch gar nichts. Also ich bin wirklich eben hoch in die Lounge gekommen und das sah schon so toll aus. Ich habe ein bisschen den Eingangsbereich gesehen und war eben ganz kurz auf unserem pinken Teppich. War auch sehr schön und ich bin trotzdem sehr gespannt noch. Also es gibt noch super viel zu sehen. Heute sind ja auch ganz viele andere YouTuber da und auch der Make-up-Artist Boris Entrup zum Beispiel. Hast du schon da welche getroffen und mit denen geredet? Ich habe schon ganz kurz viele getroffen. Ich habe Boris auch eben gesehen auf dem pinken Teppich. Und ja, ganz exklusiv. Und ja, ganz, ganz viele meiner YouTube-Kollegen natürlich, viele Freunde auch gesehen, die selber YouTube machen und ich bin schon ganz gespannt. Es wird sehr interessant, glaube ich. Okay, mit dem Top, das du gerade anhast, sieht man dein Tattoo voll gut. Was genau steht denn da und was bedeutet das? ja, das ist mein allererstes Tattoo, was ich mir gestochen habe. Da steht Little Angel. Das ist für meine verstorbene Freundin, die vor 10 Jahren gestorben ist. Das war meine beste Freundin, aber ja, es ist ein sehr, sehr bedeutsames Tattoo. Wissen auch alle, es ist kein Geheimnis, aber es ist leider nicht so schön gestochen wie meine anderen Tattoos. Deswegen muss ich mal gucken, vielleicht, dass ich das ein bisschen verbessere, aber es bedeutet mir sehr viel. Was ist denn dein Lieblingstattoo? Also ich habe so viele Tattoo-Ideen, die ich mir gerne noch machen möchte, aber selber ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe hier zum Beispiel noch eins, das steht Selfmade. Steht dafür, dass ich halt mich selber in der Art gestalte, also dass ich selber mich und mein Leben gestalte. Und ich habe noch ein kleines Herz hier. Das ist, glaube ich, im Moment so absoluter Trend. Ja, das sind so meine drei Tattoos. Und hast du auch schon nächstes in Planung? Also ich habe eine Idee, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ich wollte so, ich liebe Traumfänger und ich wollte gerne auf dem Unterarm Traumfinger, aber ich glaube, das lasse ich mal lieber sein, dann überlege ich es mir. Oder ich mache mal irgendwie was mit Henna oder sowas. Ich finde das ganz schön. Aber man muss eben sich immer das überlegen, weil es bleibt vielleicht auch ein Leben lang. Ja, deswegen, muss ich da echt sicher sein. Ich will mich jetzt nicht so voll tätowieren. Ich glaube, da bin ich auch nicht so der Typ für. Aber bei anderen finde ich das echt super schön. Ja, würdest du dir auch ein Tattoo für deinen Freund stechen lassen? Ich liebe ihn über alles. Der ist mein Herzblatt und ich würde alles für ihn tun, aber ein Tattoo? No. Das ist immer einfach so. Also ich will mein Leben mit ihm verbringen. Ich will mit ihm im Schaukelstuhl unsere Enkelkinder anschauen. Aber ein Tattoo, ich glaube, das muss nicht sein. Der ist ganz tief in meinem Herzen rein tätowiert und das passt. Verständlich. Ihr seid ja auch neulich in ein Haus zusammengezogen. Ja. Wie war das denn? War das irgendwie komisch, auf einmal so im Haus zusammenzuwohnen? Irgendwie schon so voll richtig erwachsen und dann so einzurichten? Oder ist das so ganz normal und voll der selbstverständliche Schritt für euch? Also selbstverständlich ist das auf gar keinen Fall, weil ich meine, wir sind noch relativ jung, 23 und 24 und ein Haus ist da wirklich schon was ganz, ganz Großes. Das war für uns auch ein sehr großer Schritt. Wir haben ja auch vorher schon zusammen in der Wohnung gewohnt, was auch sehr schön war. Aber so ein Haus ist dann nochmal ein weiterer Schritt und ja, es ist anders. Es ist vor allem eine Umstellung, weil man hört Geräusche und weiß immer nie, woher kommen die. Wir haben noch zwei Katzen, die machen dann auch gerne mal abends Theater ein bisschen. Aber es ist wunderschön. Unsere Küche kommt jetzt endlich bald. Und dann freue ich mich mit ihm, da schöne Abende zu verbringen, zusammen zu kochen. Es ist wirklich, man fühlt sich in einem Haus noch ein Ticken erwachsener als in der Wohnung, finde ich. Dein Freund ist heute auch dabei auf der Messe und ich habe gerade schon gesehen, dass er dich teilweise auch filmt. Ja. Entstehen deine Videos dann auch so, dass du von ihm gefilmt wirst oder arbeitet ihr zusammen an den Ideen? Wie passiert das so bei euch? Also er selber hat ja auch einen YouTube-Channel und wir haben zusammen einen Daily-Vlog-Channel, wo wir dienstags bis sonntags jeden Tag Videos hochladen um 19 Uhr und ich habe natürlich auch meinen Channel und wir helfen uns da gegenseitig. Also er unterstützt mich so enorm und hilft mir bei allem, organisiert alles, aber genauso ist es auch andersrum und das ist ein Geben und Nehmen und dadurch entstehen super Videos. Musst du jetzt ja auch irgendwie sagen, wenn er direkt neben uns sitzt. Ach nein, nee, da bin ich schon ehrlich. Also er macht schon wirklich seine Arbeit super, super gut und ich bin da sehr froh, dass ich ihn habe und dass er mich so unterstützt. Okay, und habt ihr für 2016 noch irgendwelche anderen Projekte zusammen geplant oder du hast irgendwas Krasses geplant? Also es sind sehr viele Projekte, die ich leider, leider nicht sagen darf. Es brennt in mir und auch unsere Zuschauer fragen schon die ganze Zeit, ich will es in diesem Haus schreien, aber wenn es soweit ist, lasst es raus. Ihr erfahrt es trotzdem als erstes, aber ihr müsst noch ein bisschen warten, ein bisschen. Aber es sind coole Sachen, wirklich. Okay, und hast du aber jetzt irgendwie dann noch so, du machst jetzt deinen YouTube-Kanal oder deine YouTube-Kanäle hauptberuflich quasi. Und hast du da noch Pläne, in irgendwie, dass du das quasi noch mehr Merchandising-Artikel machst in den nächsten Jahren, dass du irgendwie aus YouTube rausgehst, mehr in Richtung TV oder Film? Hast du da irgendwie Bock auf was?
Also ich probiere mich im Moment in der Moderation aus und es macht mir super viel Spaß und ich bin eigentlich immer ein sehr offener Mensch und lasse alles auf mich zukommen und arbeite an vielen Sachen, wie schon gesagt, aber so an sich, ich lasse immer alles sehr spontan auf mich zukommen, aber mal gucken, also es wird 2016 noch ein bisschen was geben. Okay, ja. Und du hast ja ganz viele Fans, wie heute ja auch auf der Glowzone zum Beispiel. Und bist du selber Fan von irgendeinem YouTuber und guckst dir einen Channel jeden Tag fast an und feierst es richtig? Boah, also ich selber schaue, ich schaue schon Videos, aber ich habe jetzt nicht so jemanden, den ich immer ganz, ganz genau jeden Tag gucke. Es ist auch immer so, dass halt Leute meistens immer nur zwei Videos hochladen in der Woche. Doch, das ist echt super. Aber Daily Vlogging, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wenn nicht, solltet ihr sie auf jeden Fall schauen. Sacconi Jolie, die kommen allerdings aus Irland, ist auch eine Familie, die auch täglich vloggt und die haben zwei Kinder, das ist zuckersüß. Das ist so ein Channel, den wir zwei als mein Freund auch abends uns mal anschauen. Die laden auch deutsche Zeit, 18 Uhr glaube ich oder 19 Uhr hoch. Ist auch super schön. Also es ist schön zu sehen, so mal ja, eine irländische Familie, die ja, so ein bisschen das Familienleben zeigen, wie es aussieht. Ist auch ganz gut. Ich schaue es sehr gerne. Okay, der macht so voll den komischen Akzent, die ihr Ja, bei denen merkt man das jetzt nicht so ganz. Also die haben schon dieses, also schon so ein bisschen das Britische so, glaube ich, aufgenommen. Die wohnen jetzt halt in England und das ist ganz cool. Ich glaube, die wohnen in London und man versteht sie gut. Und es fördert auch nochmal selber das Englisch. Ja, finde ich schon mal ganz gut. Okay, und dann auch schon die letzte Frage. Was war so das krasseste Erlebnis, seit du jetzt so, voll, also so zu den Top-YouTube-Stars gehörst, was dir so passiert, also was dir durch YouTube ermöglicht wurde? Hast du jemanden krassen getroffen? Konntest du irgendwo hin, wo du vorher nicht hingekommen wärst? Also YouTube hat mir wirklich so viel ermöglicht, also zum größten Teil das ganze Reisen und natürlich auch wirklich Leute, die ich endlich mal kennenlernen konnte, die ich auch vorher geschaut habe. Sammy Slimani gehört zu meinen engsten Freunden, ist einer meiner besten Freunde. Und ich habe einfach so viele Menschen kennengelernt, die mittlerweile nicht mal mehr Freunde, sondern wirklich schon Familie geworden sind. Und natürlich auch meine Zuschauer, dass ich jetzt zum Beispiel auf so einem Event wie die Glow, dass ich sie endlich mal wieder sehen kann, umarmen kann, eben war das auch total toll, ich konnte mich gar nicht mehr lösen. Und das ist, glaube ich, so dass die drei Sachen, die mir am wichtigsten sind und ja, wo ich sehr happy drüber bin, dass ich die habe. Gut, dann vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Und ganz viel Spaß heute.